Unter meinem letzten Video, die Linux-Elite, kam eine ganze Menge Kommentare in der Richtung, dass ich doch Manjaro vergessen hätte, in diesem Vergleich aufzuzählen. Tatsache ist, ich habe es nicht vergessen, sondern absichtlich einfach nicht erwähnt. Viele Nutzer, wie zum Beispiel auch der Veolon Media, hat hier noch drunter geschrieben, ein Arch so einfach wie Ubuntu mit AOR und Co. Kennt jeder und kann alles, das Android Windows der Linux-Welt. Da habe ich drunter geschrieben, Manjaro hat nur die Arch-Philosophie, ist aber kein Arch, woraufhin der Nutzer wieder geantwortet hat. Also Heise zum Beispiel sieht das anders und hat hier eine Meldung verlinkt. Das ist dieser Artikel hier, Manjaro 18. Der Artikel ist natürlich auch ein bisschen älter. Das macht aber nichts, das ändert nichts an dem, dass das, was hier in der Überschrift steht, schon falsch ist. Manjaro 18, top aktuelles Arch, aber leicht zu konfigurieren. You are fake news. Es scheinen da so ein paar Missverständnisse zu existieren bezüglich zwei ganz großen Distros, die ich in diesem Video ganz schnell einmal besprechen möchte. Zunächst einmal ist es der Unterschied Manjaro und Arch. Manjaro selbst sagt auf seiner Wiki-Seite, dass Manjaro selbst eine komplett andere Sache ist. A different kind of beast. Sie sagen hier, auch schon in dick gedruckt, obwohl Manjaro auf Arch aufbaut und auch mit Arch kompatibel ist, ist es kein Arch. Es ist auch sehr weit davon entfernt, ein einfaches zu installierendes Arch zu sein oder auch eine vorkonfigurierte Version davon. Weiter schreiben sie, in was sich Manjaro ganz eindeutig unterscheidet, und zwar erster Punkt, dass es unabhängig von Arch entwickelt wird, von einem komplett anderen Team. Manjaro ist ausgelegt, einsteigerfreundlich zu sein, während Arch sich an die erfahreneren Nutzer wendet. Außerdem hat Manjaro auch seine eigenen Repos, seine eigenen Software-Repositories. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Dann schreiben sie noch, dass diese Repos, diese Archive, Software beinhaltet, die Arch nicht hat. Weiterhin bietet Manjaro Tools an, wie zum Beispiel das Manjaro Hardware Detection Tool, also Hardware-Erkennung für Nvidia und so weiter. Und auch den Manjaro Settings Manager, dieser Einstellungsdings, was Manjaro mitbringt. Zusätzlich dazu gibt es noch ein paar andere Unterschiede, wenn man es mit Arch vergleicht. Und hier beschreiben sie auch schon den Unterschied zu den einzelnen Software-Archiven, zu den Repositories. Dort gibt es drei verschiedene. Das Unstable ist ungefähr ein oder zwei Tage hinter dem, was Arch Linux so hat, sollte idealerweise noch nicht auf ein Manjaro-System gespielt werden, weil diese Pakete oder diese Konfigurationen sich an die Entwickler von Manjaro wenden, um festzustellen, ob die Pakete bzw. die Software, die sich darin befindet, stabil genug ist, um überhaupt für eine Veröffentlichung herangezogen werden zu können. Hier steht auch, wenn du das Unstable-Repo die ganze Zeit benutzt, kann es dein System kaputt machen. Es gibt das Testing-Repo, das ist ungefähr so eine Woche hinter dem, was Arch so bietet. Dort sind aber schon Patches, also Fehlerbehebungen aus dem Unstable drin und sind grundsätzlich erstmal in Erwägung gezogen, als Update für ein Manjaro-System herausgelassen zu werden. Und die sind auch zumindest mal stabil, also die brechen nicht ein oder stürzen nicht ab oder es gibt keine anderen systemkritischen Konflikte, sowas in der Art. Trotzdem steht ja auch, dass diese Software immer noch von den Entwicklern und Testern beobachtet wird, um sicherzustellen, dass hier wirklich alles so läuft, wie es sein soll. Und dann gibt es das Stable Repo. Das ist also das Archiv, aus dem Manjaro auch seine Updates bezieht. Das ist etwa zwei Wochen hinter dem, was Arch an Software hat. Hier wird aber Stabilität der Aktualität vorgezogen. Für die normalen Nutzer ist das jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht merklich, dass sich Manjaro zwei Wochen hinter dem Arch Linux Repo befindet. Arch-Nutzer werden das aber selbstverständlich sehr schnell merken. Dann gibt es noch ein paar Tools, wie Sie schon gerade gesagt haben. Das Hardware Detection Tool, wo es hier auch so ein bisschen drin steht, was es alles macht. Sudo mhwd, das ist das Kürzel dafür. Und dann steht hier, dass dieses Kommando die automatische Erkennung und Konfiguration deiner Hardware für dich vornimmt. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei dem Ubuntu mit dem Additional Drivers und so. Das zieht auch die Unterstützung für Hybrid-Grafikkarten ein, wie zum Beispiel das Optimus bei Nvidia oder sowas. Dasselbe gilt auch für einen Kernel, da haben die auch ein eigenes Tool dafür und der Manjaro Settings Manager, das ist dieser hier, wo man noch die Sprache ändern kann, den Kernel konfigurieren, die Nutzerkonten einrichten kann und so weiter. Das ist ein Tool, das nicht in Arch vorhanden ist und natürlich Pamac, der ist tatsächlich von Manjaro entwickelt worden und dann auch im Arch-System verfügbar. Wenn du es so möchtest, kannst du dir diesen installieren. Viele grafische Arch-Distributionen, wie zum Beispiel Arco, verwenden den.
Grundsätzlich kann man jetzt hier schon sagen, alleine durch diese Unterschiede, dass es sich dabei um ein komplett anderes Ding als Arch handelt, obwohl es natürlich auch auf der Philosophie von Arch aufbaut, mit dem Rolling Release, dass man immer aktuelle Software hat und so weiter. Ich habe hier ein Arco laufen, ein Arco Linux. Und wir können ja jetzt einmal hier in die Repositories schauen. Das ist meine Mirror-Liste, beziehungsweise die Liste, von dem sich dieses Arco, also dieses Arch, die Softwarepakete holt, beziehungsweise auch die Informationen davon. Diese sind vom Reflektor sortiert worden auf Schnelligkeit. Ja, wir sehen also hier, es ist völlig klar, ein Arch-Repo steht ja hier auch. Und wir gucken mal, wie sich das bei Manjaro verhält. So, ich habe hier ein Manjaro in der VirtualBox. Und hier, selbst wenn auch nur ein paar wenige eingetragen sind, sind schon sehr klare Unterschiede zu sehen. Hier soll Country Germany, Deutschland, mirror.lpix.eu, Manjaro, Stable, Repo und dann die Architektur. Das hier hat nichts mit Arch Linux zu tun, sondern das heißt Architecture für 64-Bit oder so. Das ist ein eigener Manjaro-Server, der mit diesen Servern, die hier zu sehen sind, überhaupt mal so richtig gar nichts am Hut hat. Die Software kommt dort aus ganz eigenen Quellen. Auch hier gibt es ein Tool, mit dem du die Mirror-Liste entsprechend bearbeiten kannst, wenn du es denn so möchtest. Grundsätzlich gilt hier aber, dass du das, was hier eingestellt ist, was vom Installer gefunden wurde, bei Manjaro auch idealerweise so lässt. Es sei denn, du benutzt eines der genannten Repos, die hier gelistet waren, das Testing, Stable oder Unstable. Das ist natürlich dir überlassen, aber hier sieht man schon, dass es da völlig klare Unterschiede zu dem gibt, wie Manjaro aufgebaut ist. Nur um das einmal klarzustellen, es sind wirklich zwei verschiedene Distributionen, die sich eigentlich nur eine Sache teilen, die Philosophie. Die zweite Sache, die ich kurz noch besprechen möchte, ist der Unterschied Ubuntu und Debian. Die meisten sagen ja, Ubuntu ist ein Debian. Ja, da kann ich auch gleich Ubuntu nehmen. Tatsache ist, das sind zwei verschiedene Systeme. Ubuntu baut aber auf Debian auf, hat aber seine eigene Geschichte daraus gemacht. Das fängt zum Beispiel auch mit den Veröffentlichungszyklen an. Debian ist da ein bisschen langsamer, wenn wir uns mal die Veröffentlichungshistorie hier ansehen. Im Schnitt kann man sagen, dass eine neue Debian-Version etwa alle 2 Jahre erschienen ist. Und ich sage etwa alle 2 Jahre, weil das nicht immer genau auf den Tag 2 Jahre war. Ubuntu ist da schon ein bisschen genauer. Da will man einen strikten Fahrplan einhalten. Und deswegen gibt es von Ubuntu alle 6 Monate eine neue Version, wovon jede vierte eine Version ist, die über einen längeren Zeitraum, namentlich 5 Jahre, von den Entwicklern unterstützt wird. Der nächste Unterschied zwischen Ubuntu und Debian liegen bei den Softwarearchiven. Da hat Debian 3 die Stable, Testing und Unstable. Ubuntu bezieht seine Software für einen neuen Release zunächst einmal aus dem Unstable Repo von Debian, guckt sich alle Pakete an, verändert diese möglicherweise, macht diese ein bisschen stabiler und dann wird es nach und nach in eine Version eingebaut. Bei Debian ist es so, die Stable-Version aus den Repos ist stabil, wie der Name sagt, aber auch sehr rückständig. Also es ist schon möglich, wenn eine neue Debian-Version kommt, dass die Software, die im stabilen Repo vorhanden ist, auch sehr alt ist. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Problem für Server, aber wenn du auf einem normalen Computer arbeitest, dann möchtest du schon relativ aktuelle Software haben. Das ist bei Debian von Anfang an nicht gegeben. Du kannst natürlich auf das Testing-Repo umschalten. Grundsätzlich kann man dann schon davon ausgehen, dass es in etwa ähnlich nutzbar ist wie beispielsweise OpenSUSE Tumbleweed, so ein Rolling Release. Bei Ubuntu ist es so, dass man dort eher einen Wert darauf legt, dass man gleich von Anfang an alles bereit hat. Zum Beispiel bei der Installation ist es so, wenn du dort auswählst, dass du auch gerne alle Treiber benutzen möchtest, möglicherweise auch nicht Open Source Treiber, dann wird gecheckt, was für Hardware du hast, in meinem Fall zum Beispiel eine Nvidia Grafikkarte. Das wird dann alles für dich automatisch installiert, der Treiber von Nvidia wird geholt, direkt bei der Installation verarbeitet und wenn du den Computer neu startest nach der Installation, ist dieser Nvidia Treiber schon für dich bereit. Du brauchst also nichts mehr tun, 3D-Beschleunigung, Spiele, Wine, alles klar, wir können loslegen. Wobei bei Debian eigentlich eher die Betonung auf Open Source liegt. Man versucht hier binäre Treiber, proprietäre Treiber oder ähnliches zu vermeiden, also auch WLAN-Treiber oder so. Dem versucht man da aus dem Weg zu gehen. Du kannst versuchen, unter Debian es zu installieren. Es besteht aber hier die Chance, dass die Treiber möglicherweise dort entweder gar nicht sich installieren oder wenn sie sich installieren, dass sie nicht funktionieren. Das ist ein Risiko,
PPAs, Personal Package Archives, kannst du unter Ubuntu einsetzen. Das sind dann Softwarearchive, die im allermeisten Fall aktuellere Software beinhalten als die, die du direkt von Ubuntu selbst auf deren Servern bekommen kannst. Idealerweise sind diese auch auf Stabilität getestet worden. Das geht bei Debian erst einmal von Werk ab nicht. Du kannst natürlich auch PPA im Debian hinzufügen, wo wir gleich schon auf den nächsten Punkt kommen, und zwar die Kompatibilität der Software zwischen diesen beiden Systemen. Es gibt Veränderungen bei Ubuntu im Kern, die möglicherweise dazu führen, dass wenn du Pakete aus einem Debian-System in dein Ubuntu bringen willst, aus irgendeinem Grund, dass diese einfach nicht binär kompatibel sind, weil Debian eine andere Struktur bezüglich der Dateien und Libraries hat, als Ubuntu sie hat. Der einzige Weg in dieser Situation ist, du nimmst dir den Quellcode, kompilierst diesen auf Ubuntu und es wird funktionieren. Ein anderer ganz großer Punkt ist hier auch, dass Debian ein Gemeinschaftsprojekt ist von Entwicklern rund um die Welt. Die machen das freiwillig und entwickeln dieses System für dich, während Ubuntu von einer großen Firma programmiert, entwickelt, gewartet und getestet wird, was natürlich auch einen geschäftlichen Aspekt hat, denn in gewissen Bereichen kannst du dort auch Support-Anfragen stellen. Es gibt ja auch Server-Versionen und so weiter. Das macht dann Canonical extra noch, das gibt es bei Debian nicht. Also du merkst schon, dass die anfängliche Liste dieser Unterschiede recht groß ist. Das geht noch viel weiter, da könnte ich jetzt noch 2-3 Stunden drüber reden. Das Video soll aber jetzt nicht allzu lang werden. Ich werde es jetzt erst einmal dabei belassen. Wenn du noch andere Unterschiede kennst, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, dann schreibe mir diese bitte einmal in die Kommentare. Ich denke, das wird auch andere interessieren. Oder ob du vielleicht noch andere Distros kennst, die aufeinander aufbauen, aber doch verschiedene Paar Schuhe sind, schreib das auch mal in die Kommentare. Das ist mega interessant. Ich bin am Ende dieses kurzen Videos angekommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir mal einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es gleich 2 weitere Videos von mir auf der linken Seite. Auf der rechten Seite kannst du diesen Kanal oder meinen Musikproduktionskanal Markosonic abonnieren. Und wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute und bleib gesund.